Hier bei dir an der Seite vom Biomeiler, und das war in der anderen Einstellung nicht ganz so zu sehen. Wir haben hier jetzt eine ganze Menge Rohre verlegt. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz sagen, was wir hier sehen? Das ist die Ab- und Zuleitung. Die Ab- und Zuleitung. Wenn man so ausdrücken will. Ja. Also dann haben wir hier die Leitung, genau, kann man auch das kalte Wasser. Ne? Und hier hinten wird das heiße Wasser wieder raus. Ja. Dann sehe ich jetzt hier einen Wasserhahn, der hier unten einen Anschluss vom kalten Wasser und vom warmen Wasser hat. Wie viel war das jetzt gedacht? Das ist aber, wenn wir mal hier draußen die Arbeiten machen. Gut, und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, uns heißes Wasser zu holen. Und man sieht also auch, also das dampft hier ganz ordentlich. Vielleicht machen wir eben kurz aus. Dann gucken wir mal, was das Fleischkammer wieder uns sagt. Also wir haben jetzt hier Temperaturen, die wir auch direkt im Biomeiler haben. Ich weiß nicht, ob es genau zu erkennen ist, aber wir sehen jetzt hier auf dem Thermometer 48 Grad. Der Biomeiler hat heute schon einiges geleistet, denn wir haben es jetzt 20 vor 11. Der Gastronomie- und Küchenbetrieb ist also schon voll im Gang. Und aus dem Biomeiler wurde bei dir schon Wasser entnommen. Ja, es geht morgens los mit dem Duschenkrank von der Tennessee. Ja. Und wenn jetzt die Küche dann die Spülmaschine hat, ja. Also Duschanlage für die Hotelzimmer sind dran, Waschmaschine ist dran, Geschirrspüler ist mit angeschlossen und dann eben alle anderen Wasch- und Reinigungsfunktionen über den Wasserhahn laufen, Fußboden aufwischen und alles, was über die Spüle geht. Ne? Ja. Also dafür ist es so, dass dann der Biomaler eben zum einen ein ganz guter Wärmespeicher schon voll für sich selbst ist. Auf der anderen Seite aber eben auch durch den großen Verbrauch, den ihr habt, von 2000 Litern am Tag warmes Wasser, also nicht Wasser insgesamt, sondern nur warmes Wasser sind 2000 Liter, ja auch eine ganze Menge Leistung zu bringen hat. Und das hat er ganz erfolgreich getan. Ja, vor allem, das ist immer vorhanden. Ja. Das, wenn man nur Solaranlage hätte, ja, der liefert Tag und Nacht. Und im Winter, ja, Sommer. Ja, also wir gucken uns dann jetzt auch gleich nochmal im nächsten Schwenk von der Kamera den Heizraum an, also die Heizzentrale, die bei dir ja auch nicht ganz klein ist und mit einem Einfamilienhaus nicht zu verwechseln ist. Also die Tanks, die wir da sehen, sind für den Gastronomiebetrieb schon notwendig, aber durch den Biomaler können sie eben in der Größe bleiben, in der sie sind, und müssen nicht noch zusätzlich ergänzt werden, um eventuell Wasservorrat für den Betrieb zu haben. Bevor wir jetzt nochmal einen Stellungswechsel machen und uns die Heizung angucken, wieder das, was du bis jetzt kennengelernt hast von dem Biomaler, ist das so in Ordnung? Ja, das ist auch nicht gut. Ja. Ich sage jetzt mal zu lange. Die Wärme sich so, jetzt anfängt, ja. Sich so, das tatsächlich entscheidend jetzt. Ja, und wenn du jetzt nochmal Revue passieren lässt, wie wir den Aufbau gemacht haben und den Betrieb bis jetzt, hättest du ja an irgendeiner Stelle was anders gemacht? Nö, so, ich kann es ja nur nicht so beurteilen. Ich hätte vielleicht nächstes Mal, dass wir den Radlader von allen Seiten ran können, befüllen. Ja. Dass wir dann mit dem Arbeit vielleicht überlegen. Aber nun haben wir hier ja schon einen Standort, wo wir fast von 3,5 Seiten mit dem Radlader, ja, angekommen sind. Also, aber wie gesagt, das ist ein gutes Dorf, das gebaut hat,
Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir hatten hier das Tor noch mit aufgebaut und dadurch war der Zugang von der einen Seite etwas eingeschränkt. Und wenn der Biomaler dann auf- und abgebaut wird für die zweite Runde, dann haben wir die Einschränkung nicht, dass wir noch Arbeitsleute sozusagen an der Brücke für die Fernwärmeleitung bauen, sondern das wird dann beim nächsten Jahr alles insgesamt gesehen. Vielleicht ein bisschen schwerer. Ja. Gut, damit hat sich ja schon fast die Frage beantwortet. Ich hätte mich jetzt gefragt, würdest du das nochmal machen? Also zum heutigen Zeitpunkt mit der Erfahrung, die du jetzt hast? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das hängt jetzt davon ab, wie lange dieser im September die Flügelstreich. Ja, dann könnte man überlegen, es wäre nochmal. Wenn er den Winter durchhält, dann haben wir eine gute Chance, dass wir nochmal gemeinsam ein und nächsten Jahr aufbauen. Ja gut, dann gucken wir uns jetzt gleich nochmal die Heizung an und schließen damit unseren Rundgang an der Moorhexe Hotel- und Restaurantbetriebe ab. Und ich freue mich, dass auch aus deiner Sicht das so gut geklappt hat, dass wir vielleicht nochmal eine zweite Runde machen, wenn wir den Winter gemeinsam überstanden haben und wenn wir auch wissen, was der Biomeiler in den Winterzeiten leisten kann. Also für uns war das ja auch, als wir das besprochen hatten, kein Kriterium, ob wir jetzt den Biomaler im Sommer oder im Winter aufbauen oder im Frühjahr. Es ging ja um das Material. Es ging einmal darum, dass wir das Material einfach zu dem Zeitpunkt kriegen konnten. Und das Zweite, was uns eben interessiert hatte, war, dass der Betrieb, der hier vorliegt, also Gastronomie und Hotel, eben ganzjährig diesen Warmwasserbedarf hat und auch den Biomaler im Sommer gut nutzen kann. Und ich meine, wir haben jetzt heute den 28. Juni und gefühlt und geguckt sieht das aus wie ein sommerlicher Wintertag. Und dieser Sommer, der ist ja auch von der ganzen Sonneneinstrahlung und von der ganzen Nutzung einer eventuell solarthermischen Anlage hier etwas eingeschränkt. Also insofern hat sich das zumindest mal in diesem Sommer sehr gut bewährt, dass dein Warmwasser auch ein Biomaler. Ja, ich sag mal, wenn es so bleibt, dann ist es eine kalkulierbare Größe. Ja, genau. Verlässlich. Ja, also verlässliche, kalkulierbare Größe. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zur Heizung. Heizungsanlage angekommen und haben wir hier jetzt deine Schaltzentrale vor uns sozusagen. Dann lass uns mal in die Richtung gehen, wo die Rohrleitung für Biomaler ankommt. Also alles das, was wir jetzt hier rüber sehen, sind ja alles die bestehenden Bestandteile der Anlage, die schon da gewesen sind, bevor wir den Biomaler aufgebaut haben. Genau. Und jetzt ist hier praktisch zugekommen was? Die Kaltwasserleitung, die hinausgeht zum Biomaler und die Heißwasserleitung, die wieder reinkommt und die Pumpe. Und die Pumpe. Ja, jetzt haben wir da auch noch eine Wasseruhr, die haben wir mit eingebaut, damit du den Verbrauch abschätzen kann. Weißt, wie viel mit dem Warmwasser verbraucht wird. Nicht? Also durch das Ablesen von der Wasseruhr wissen wir jetzt auch, dass du 2000 Liter warmes Wasser Bedarf hast im Durchschnitt. Ja, genau. Cool. Also du hast ja schon gezeigt, wir sehen da den Kaltwasserzulauf, haben auf dieser Seite das Warmwasserthermometer. Warmwasserthermometer zeigt im Moment ungefähr wie viel an? Zeigt im Moment so 46. 46 Grad. Ja. Also im Moment auch fast keine Abnahme, weil er hier noch ziemlich weit oben steht. Ja. Wenn überhaupt keine Abnahme ist, dann pendelt er sich durch die Pumpe ein. Es wird zirkuliert. Ah ja. Und dann haben wir hier, was weiß ich, 42 und da auch 42. Achso, also das gleicht sich dann praktisch aus. Genau, wenn keine Abnahme ist. Wenn keine Abnahme ist. Und wenn Abnahme ist, dann schießt er hier runter und hier weiter hoch. Ja, also das Brauchwasser aus, also das kalte Wasser aus dem Netz kommt dann auf ungefähr 12 Grad, ne? Ja, ich denke, im Winter ein bisschen kälter, im Sommer ein bisschen, ich denke, 12 Grad. Also die Wärme des Wassers, die aus dem Boden kommt, liegen im Sommer, sagen wir mal, bei 12 Grad und im Winter bei 8 Grad. Also 10 Grad im Jahresschnitt rechnet. Im Jahresschnitt 10 Grad und wir haben dann eine Temperaturdifferenz von 38 bis 42 Grad, die über den Biomaler aufgeheizt wird. Und du hattest vorher gesagt, dass wegen der Vorschriften der Warmwasseraufbereitung, wenn wir im gewerblichen Bereich sind, müssen wir auf mindestens 60 Grad kommen, die Anlage ist auf 62 eingestellt. Genau. Das macht dann die Heizung. Gut, also alles das, was jetzt hier reingeht, vorgewärmt auf 48 Grad, wird über die Heizungsanlage dann auf die 62 Grad gebracht, um die Legionellen im System zu verhindern. Genau. Ja gut, dann danke ich dir nochmal ganz herzlich, dass wir hier auch nochmal in das Herzstück
deine Heizzentrale gucken konnten. Und das ist ja für so einen Betrieb eine sehr überschaubare Anlage. Ich dachte, die sei wesentlich größer, aber du hast ja hier schon eine ganze Reihe von Energiesparmaßnahmen vorgesehen und hast ja hier auch eine sehr moderne Anlage stehen. Ja. Und das hat sicherlich schon dazu beigetragen, dass dein Gesamtjahresbedarf nicht so hoch gewesen ist. Ich sage gerade in so einem Hotel- und Gaststättenbereich, die Kosten, ist ein Riesenhaushalt, anders als gerade mit dem Heißwasser, als wenn man einen 4-Personen-Haushalt hat, wo einmal am Tag geduscht wird und ein bisschen gekocht wird. Ja, wenn wir jetzt nochmal die bis jetzt die Einsparung uns angucken, was hatten wir in 3 Monaten eingespart? 860 Euro. 860 Euro, das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und wenn wir jetzt bei dir... Plus hier auch noch, dadurch, dass der Rücklauf von der Heizung, ich muss es jetzt mit den Worten eines Kochs erklären, die Arbeit eines Klempners. Ja, mach mal. So der Rücklauf von der Heizung, der heizt ja normalerweise unten schon das Brauchwasser auf. Ja. Und wenn er jetzt hier mit 38 Grad, kann ich auch sehen, der fehlende Rücklauf jetzt zu, jetzt sind wir 40 Grad hier in der Uhr. Ja. Die Heizung ist jetzt ja aus. Wir haben die auch nicht gedreht, damit nicht Wärme noch mehr verloren geht. Wegschneiden. Also wenn der Rücklauf, wenn die Heizung in Betrieb ist, dann kommt das dann 40 Grad rein. Dadurch wird dieser Effekt umgekehrt. Dadurch, dass der Meiler, durch die Meiler hier unten ja seine 48, 50 Grad hat, ja, wird der Rücklauf nochmal aufgeheizt und dadurch unterstützt er indirekt die Heizung. Normalerweise gibt er Kälte ab, Wärme ab, ja, aber jetzt kriegt er ja Wärme mit. Achso, also dann haben wir jetzt nicht nur den Effekt, dass wir Brauchwasser aufwärmen, sondern der Heizungsbauer hat dir gesagt, dass durch die Rücklaufzirkulation durch den Boiler auch nochmal Wärme mit in das Heizungssystem hinein transportiert wird und die Rücklauftemperatur von der Heizung nochmal angehoben wird. Ja. Also dann schätzt du auf... Die Waschmaschinen sind auch noch dran. Wir haben hier auch gerade im Hotelbereich, im Küchenbereich sehr viele 60 und 90 Grad Wäsche. Ja. Und also, dass jetzt auch ein heißes Wasser angeschlossen habe, ist da der Strombedarf. Auch nochmal sagen, was hast du bis jetzt eingespart? Wie hoch waren jetzt in den letzten 3 Monaten die Einsparungen? Also wir hatten jetzt diese 860 Euro ja schon mit dem heißen Wasser. Und dann war ja März, April, Mai war die Heizung ja noch an, war ja lange kalt. Und dann den Waschmaschinenstrom halt. Also die 860 mal 4, 3460, 40. Ja. Plus Heizung und Waschmaschinenstrom plus X. Also weil, nehmen wir jetzt mal an, wir können es ja schlecht genau nachvollziehen. Also nehmen wir an, der Biomeiler leistet das nach wie vor. Also wir werden uns dann in spätestens 6 oder 9 Monaten nochmal darüber unterhalten. Ja. Und der Biomeiler leistet, was er zu leisten hat. Rechnest du damit, dass du mit 3.000 bis 3.400 Euro Minimumersparnis? Minimum. Also ich rechne aber mit mehr durch die, wie gesagt, die Heizungsgeschichte und die Stromgeschichte, was man eben schlecht ausrechnen kann, was er will. Ja. Ja. Aber ich meine, das ist ja auch, selbst wenn wir nur das nehmen, was man wirklich nachrechnen kann, schon ein Riesenerfolg. Ja. Und die zusätzlichen Stromersparnisse durch warmes Wasser in der Waschmaschine und in den Geschirrspülern ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Effekt. Ja. Da müsste man aber dann einfach nochmal sehen, ob man das in irgendeiner Form als Energiezähler vom Strom ablesen kann. Aber ja, ich sage so, das ist schon zufrieden. Und das andere ist ja plus X, das gibt es als Bonbon noch oben drauf. Als Sahnehäubchen. Ja. Ja, das ist ja für den Koch genau das, was er braucht, ne? Das Sahnehäubchen. Und wir hätten damit dann ja auch das gemeinsame Ziel zunächst mal erreicht. Und ich freue mich schon drauf, dass wir uns dann in wenigstens 6 bis 9 Monaten nochmal wieder treffen, um die Energieeinsparungen, die wir dann erzielen konnten, nochmal festzuhalten und dann auch bei uns auf die Webseite zu stellen oder letztendlich einfach nur als Erfolg der Anschaffung und der Anlage Bier auftrinken. Nochmal ein Bier drauftrinken. Das machen wir gerne. Ja. Gut, super. Dann vielen Dank für deine Zeit heute. Und ich freue mich, dass wir uns dann demnächst nochmal in diesem Programm wieder treffen können, um die Ergebnisse dann nochmal gemeinsam abzustimmen. Ja.